domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Mit neu ernannten Kardinälen hat Papst Franziskus am Sonntag im Petersdom in Rom eine Messe gefeiert. Dabei ermahnte er die Gläubigen, Gott nahe an sich heranzulassen und für seine Gegenwart wachsam zu sein. Der erste Schritt des Glaubens ist es, dem Herrn zu sagen, dass wir seiner bedürfen, seiner Nähe. Es ist auch die erste Botschaft des Advents und des Kirchenjahres, Gottes Nähe zu erkennen und ihm zu sagen, komm noch näher. Er will nahe zu uns kommen, doch er bietet sich an, er drängt sich nicht auf. An uns liegt es, darin nicht müde zu werden, ihm zu sagen, komm, es liegt an uns. Am Samstag hatte Franziskus 13 Männer zu Kardinälen ernannt. Wegen der Pandemie fiel die Feier im Petersdom mit rund 100 Teilnehmern deutlich kleiner aus. Erstmals erhob der Papst zwei Geistliche über das Internet zu Kardinälen. Beim anschließenden Angelusgebet auf dem Petersplatz erinnerte Papst Franziskus erneut an die Opfer von Wirbelstürmen in Zentralamerika. Er sei den Menschen dort nahe. Bereits am 8. November hatte der Papst der Hurrikanopfer in der Region gedacht, Helfern gedankt und zu weiterer Hilfe aufgerufen. Die von Papst Franziskus neu ernannten Kardinäle haben dem emeritierten Papst Benedikt XVI. Am Samstagabend einen Besuch abgestattet. Sie waren in den Tagen zuvor negativ auf das Coronavirus getestet worden. Papst Franziskus begleitete die 11 in Rom anwesenden neuen Purpurträger in das Vatikankloster Mater Ecclesiae, wo sein Vorgänger wohnt. Dort stellten sich die neuen Kardinäle dem früheren Papst vor. Laut dem Privatsekretär Benedikts, Erzbischof Georg Genswein, legte der 93-jährige Emeritus den neu ernannten Kardinälen drei Dinge ans Herz. Freude im Glauben an Gott, den Advent als Vorbereitungszeit sowie Dankbarkeit gegenüber dem Papst als Nachfolger des Petrus. Zuvor hatte Franziskus bei einer Feier im Petersdom 13 Männern die Kardinalswürde verliehen. Zwei von ihnen konnten pandemiebedingt nicht nach Rom reisen. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki und der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rykowski, haben zu Beginn der Adventszeit in Köln eine ökumenische Adventsvesper gefeiert. Die beiden Kirchen setzten damit eine seit Jahren bestehende Tradition fort und bekundeten zudem ein Zeichen der ökumenischen Verbundenheit. Nichts wird uns trennen von Gottes Liebe. So sind wir befreit zu einem Leben mit Gott. Und so sind wir befreit zu einem Leben bei Gott. Liebe Geschwister, wir feiern in ökumenischer Verbundenheit an Advent. Und wir hoffen gemeinsam, allen Menschen und auch der Schöpfung wird zuteil Gottes Heil. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki ging am Rande der Vesper auf die Corona-Bedingungen der Adventszeit ein. Besonders jetzt sei die Besinnung auf das Wesentliche angebracht. Ich finde, dass in den vergangenen Jahren oft beklagt wurde, dass der Advent und das Weihnachten eine so unruhige Zeit gewesen ist und dass sie eben auch vom Kaufrausch und von Konsum bestimmt ist. In diesem Jahr haben wir vielleicht wirklich die Möglichkeit, dass wir auch etwas zur Ruhe kommen können. Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben am ersten Adventssonntag unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ihre diesjährigen bundesweiten Spendenaktionen eröffnet. In 5 Gottesdiensten im Bistum Würzburg begann die Weihnachtsaktion des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat unter dem Motto Überleben auf dem Land. Würzburgs Bischof Franz Jung forderte in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Hofheim weltweite Gerechtigkeit, vor allem für die Menschen in Lateinamerika, denen das Land als Lebensgrundlage durch Enteignung oder Raubbau genommen werde. Das Land, auf dem multinationale Konzerne sich breit machen und dieses Land ausbeuten und für ganz andere Märkte produzieren, sodass für die Menschen vor Ort nichts übrig bleibt. Und ein Land, das vielfach ausgebeutet und dann zerstört zurückbleibt. Wenn der Herr kommt, dann muss das nicht so bleiben, sagt das Evangelium. Dann wird die Ordnung dieser Welt in Frage gestellt. Domradio.de Christliche Nachrichten.